Hier ist Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich zeige euch heute ein kleines Aquarell und das möchte ich ergänzen mit einem Spruch. Das heißt, ich werde Schrift auf dieses Aquarell aufbringen. Zunächst beginne ich mit dem Aquarell, habe mir ein bisschen mit Bleistift eine Landschaft vorgezeichnet und werde das nun aquarellieren.
Inzwischen habe ich den Pinsel gewechselt. Das ist ein Pinsel, der vorne eine gerade Kante hat. Und da ich hier Häuser malen möchte, bietet sich diese Pinselform besonders gut an, denn da könnt ihr gleich diese geraden Kanten auf das Blatt setzen.
Als nächstes habe ich mir eine Anzahl von Buntstiften bereitgelegt und werde das Bild diesmal mit Buntstiften weiter bearbeiten und Details herausarbeiten, sodass diese Landschaft noch etwas plastischer dargestellt wird.
mit einem schwarzen Permanentmarker, der ganz feine Linien ziehen kann, ergänze ich ein paar Details an den vorderen Häusern, die sozusagen im Vordergrund stehen. Dann habe ich ein Feld freigelassen, wo ich ein paar Bleistiftlinien gezogen habe. Und ich habe mir einen Spruch von Mahatma Gandhi ausgesucht, den ich hier niederschreiben werde. Dazu benutze ich wieder den schwarzen Permanentmarker. Und versuche in Großbuchstaben so schön wie möglich zu schreiben. Ich hoffe, es gelingt mir. Wer sich dabei nicht so sicher ist, der sollte vorher verschiedene Schriften üben. Dazu gibt es Anleitungen im Netz oder ihr könnt euch ein Buch besorgen über alte Schriften oder Schriften allgemein und könnt es gerne üben, denn es soll ja auch ein bisschen schön aussehen, nicht wahr? Und da es ein Zitat ist, darf ich auch den Namen Mahatma Gandhi nicht vergessen. So sieht es aus. Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. Mahatma Gandhi. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Anne Pross. Ciao.